Und da sind wir wieder bei Rising Worlds. Und bevor ich mich jetzt umdrehe und verschiedene Sachen hier zeige, es ist seit der letzten Folge so viel passiert, denn ich habe mir mal die Zeit genommen, so richtig in Ruhe hier mal ein paar Sachen aufzubauen, weil man einfach, das erwähnte ich ja in früheren Folgen schon mal, weil man ohne Let's Play einfach eine ganze Menge mehr schafft, wenn man mal nicht aufnimmt, weil man sich viel besser und tiefer auf bestimmte schwierige Sachen konzentrieren kann. Und gerade bei Rising World ist das, glaube ich, relativ wichtig, weil ja jetzt viele Funktionen, insbesondere nach dem Upgrade, auch neu sind. Neue Items sind dazugekommen und so weiter und so fort. Ich fange aber jetzt einfach mal hier in diesem, im Gemüse an, hätte ich jetzt fast gesagt. In der Botanik hier, direkt im Grün. Ich habe hier mal noch ein paar mehr Bäume gepflanzt. Man sieht das auch. Nadelbäume sind auch dabei, vermehrt. Dann habe ich das ganze Gras hier mit der Sense weggemacht und wenn ich mich jetzt mal langsam umdrehe, dann sieht man auch schon auf den ersten Blick, dass hier beim Haus einiges passiert ist und noch viel mehr innerhalb des Hauses. Also erstmal habe ich hier vorher vor dem Haus so einen Platz gemacht, ein bisschen gepflastert hier mit Kopfsteinpflaster, ein paar Blöcke gesetzt. Dann sind alle Truhen mittlerweile im Haus. Den Amboss hier habe ich auch neu gesetzt mit diesem... Hier, das Teil müssen wir auch irgendwie nochmal anders setzen. Moment, hier geht ein Fenster auf. Ich weiß auch nicht wieso. Alles klar. Und dann habe ich hier eine Tür reingesetzt. Mit einer Wand und einem Fenster. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil ich so ein bisschen Schiss hatte. Und zwar kann ich da eine ganz kleine Geschichte zu erzählen. Ich habe ja schon letztes Mal angedeutet oder in einer der letzten Folgen angedeutet, dass wir hier viel mehr Tiere haben, insbesondere auch Raubtiere haben nach diesem Upgrade, was jetzt im November diesen Jahres passiert ist, also November 2017, für diejenigen, die dieses Video sehr viel später schauen. Und deswegen mit den Tieren, das ist schon ziemlich gefährlich geworden. Und wenn man hier hinten mal so ein bisschen zu dem Wald guckt, man sieht jetzt natürlich nur einen Teil davon, aber schon in diesem direkt an dem Haus oder an diesem Grundstück angrenzenden Wald sind Bären, da sind auch Wildschweine und die kommen halt teilweise auch nah ans Haus ran, wenn man in den Wald geht und da wieder rausgeht und die sind in der Nähe, die rennen hinter einem her und sind dann irgendwo hier in diesem Rapsgemüse oder was das auch immer für Pflanzen sind, die hier sind. Und wenn die einen dann angreifen, dann sieht man die oftmals überhaupt nicht. Übrigens auch eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe, Wildschweine greifen einen auch an. Also es sind nicht nur Bären in diesem Biom, die einen angreifen, sondern auch Wildschweine sind sehr aggressiv und fallen einen genauso an wie in der Savanne die Tiger und die Leoparden oder auch andere Tiere, Jaguar sind da ja bei. Deswegen, und weil die hier so nah ans Haus gekommen sind, also war jetzt schon noch ein bisschen weiter weg, ne, aber man hat halt schon ein bisschen ungutes Gefühl, wenn dieser Eingang, der jetzt zwar auf der anderen Seite, also Wald abgewandt, ist, aber trotzdem, wenn man dann hier so offen arbeitet, dann ist das doch so ein bisschen, hat man wirklich ein komisches Gefühl, dass vielleicht doch irgendwie ein Wildschwein hier um die Ecke kommt oder was weiß ich. Deswegen habe ich hier eine Wand gesetzt mit einem Fenster, wobei ich dann übrigens nachträglich festgestellt habe, dass die Fensterrahmenfarbe eine andere ist. Das habe ich irgendwie gar nicht wahrgenommen. Ich dachte, das wäre weiß. Muss mich wohl irgendwie verguckt haben. Ich habe aber oben so einen Spalt offen gelassen, dass es irgendwie noch so ein bisschen offen ist, dass hier frische Luft reinkommt, auch wegen des Ofens und so weiter, dass das hier drin nicht zu heiß wird. Übrigens auch sehr interessant, eine Sache, die ich festgestellt habe, ist, dass das Glas, dass man richtig sieht, dass da Glas drin ist. Und zwar ist das dieses typische, ich weiß nicht, ob das der ein oder andere von euch kennt, wenn du vielleicht in einem alten Haus wohnst oder ältere Häuser näher kennst oder jemanden kennst, der in einem alten Haus wohnt, dann weißt du vielleicht, dass es solche Scheiben, die hier dargestellt werden, es wirklich gibt. Das sind nämlich handgewalzte, sehr, sehr alte Scheiben. Also vor 100 Jahren, sage ich jetzt einfach mal so, wurden diese Scheiben tatsächlich noch von Hand gewalzt und die sahen dann so ein bisschen ungleichmäßig aus. Wenn man so an dem Fenster vorbeigeht, sieht man das halt. Und das finde ich sehr, sehr, sehr nice. Das ist sehr cool irgendwie, dass das solche alten Fenster sind. Denn die sind im Real Life total schön, wenn man die anguckt. Und jetzt haben wir sie hier. Ansonsten haben wir hier auch noch eine Tür reingemacht, sieht man ja auch, ich weiß noch nicht so richtig, ob die passt, aber die fand ich irgendwie ganz nice und deswegen haben wir jetzt auch ein richtig abgeschlossenes Haus, habe dann bei der Gelegenheit noch versucht, hier eine Wand hochzuziehen, ich wollte erst ein Treppengeländer machen, aber dann habe ich es doch mit dieser Bretterwand versucht, wobei sich die Bretter hier teilweise so ein bisschen überschneiden, es war schon etwas Fummelarbeit, das Ganze hier zuzumachen, das ist auch noch nicht endgültig, auch wenn man das hier vorne an dieser Ecke sieht, das passt alles noch nicht so richtig, aber es reicht auf jeden Fall aus, um hier diese Treppe so ein bisschen abzugrenzen vom Rest des Raumes, was hier auf Dauer reinkommt, weiß ich noch nicht, was ganz sicher reinkommt, ist eine Laterne, die irgendwie oben hängen wird.
Apropos Laterne, da möchte ich auch noch auf eine Sache eingehen. Diese Fackelhalter scheint es seit dem Upgrade nicht mehr zu geben. Die gibt es also nicht mehr. Man kann aber diese kleinen Fackelhalter auch schräg an die Wand anbringen. Ich zeige das nochmal eben. Lichter, die sind ja diese Fackeln, also Fackel, große Fackel, klar, kennen wir alles. Oder gut, die große Fackel haben wir jetzt auch noch nicht gemacht, aber die gibt es natürlich auch noch. Dann haben wir diesen Holzfackelhalter und die Fackelhalterung aus Metall, wo es damals noch eine getrennte Wandvariante gab. Aber die scheint es jetzt einfach nicht mehr zu geben. Ich habe sie jedenfalls nicht gefunden. Deswegen denke ich einfach mal, dass man die komplett schlicht und einfach stumpf rausgenommen hat aus dem aus der neuen Version. Was es auch nicht mehr gibt, ist die... ist die Streitaxt. Wenn wir hier mal auf Waffen gehen, dann sehen wir nur noch eine Steinaxt, aber keine Streitaxt mehr. Das ist auch der Grund, warum wir die Streitaxt, die wir vorher hatten, nicht mehr in unserem Inventar finden, weil die einfach nicht mehr da ist. Stattdessen haben wir natürlich dieses Repetiergewehr, was wir von Anfang an bereits im Inventar hatten. Und ich bin ganz froh, dass wir es haben, denn wenn wir es herstellen müssten, dafür bräuchten wir 16 mal Holz, 32 mal Wolframstab und das gleiche an Menge an Aluminiumstäben, was wir alles als Rohstoff noch gar nicht haben. Pfeile haben wir auch noch nicht, die kann man aber relativ einfach herstellen und das ist sehr gut, denn wir haben eine Armbrust. Die haben wir, ich weiß gar nicht mehr, wo wir die gefunden haben, in irgendeiner Truhe, irgendwo, genau, in diesem alten, verranzten Haus in der Savanne, da haben wir, glaube ich, diese Armbrust gefunden. Die haben wir auf jeden Fall, die haben wir aber noch nicht genutzt, weil wir noch keine Pfeile haben. Man kann also, hier steht zwar eine Armbrust, verschießt Bolzen, also man kann da irgendwie auch mit Bolzen, was weiß ich, arbeiten, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, kann man Pfeile mit dieser Armbrust auch verwenden. Steht auch, Pfeil wird vom Bogen oder Armbrust abgeschossen. Deswegen, also das wird auch noch eine Sache sein, mit der wir uns beschäftigen werden. Eine ganz wichtige Sache ist aber, dass wir, man sieht es jetzt auch an der Kleidung hier, dass wir uns jetzt schon so ein bisschen eingekleidet haben. Und zwar auch mit Leder. Ich mache jetzt mal die Tür hier schon mal auf. Wir haben ja hier unser Gerbgestell stehen, was übrigens auch teilweise ein bisschen hier im Boden drin steht. Das würde ich gerne, eigentlich gerne rausnehmen und wieder richtig hinstellen. Man kann aber ein Gerbgestell offensichtlich nicht abreißen oder abbauen, wenn es einmal aufgestellt ist. Man kann es nur zerstören. Jedenfalls sehe ich hier keinen Anhaltspunkt, wie man das abreißen kann. Scheint wohl irgendwie nicht möglich zu sein, ist aber auch nicht so schlimm. Also steht jetzt hier nicht optimal. Das machen wir ein andermal, dass wir das nochmal anders stellen. Aber sehr cool mit diesem Gerbgestell. Jetzt gehen wir auch mal eben nach oben. Zu den Einzelheiten, die hier oben sind, gehe ich auch nochmal drauf ein. Aber jetzt machen wir erstmal die Sache mit dem Gerbgestell. Hier sind... Achso, die ganzen Truhen sind jetzt auch hier drin. Oh, ich habe so viel zu erzählen, weil so viel passiert ist. Also die ganzen Truhen sind jetzt hier drin. Ich habe es teilweise ein bisschen nach Nahrungsmitteln und nach anderen Items aufgeteilt. Wir gehen mal eben die Truhen ganz schnell durch. Also hier sind Steine und Holz, Sand, Eisen, Kupfer. Silber ist hier auch drin. Und ja, also alle Sachen, die man so im Grunde genommen braucht, aber dann halt in roher Form, als reiner Rohstoff, noch unbehandelt. Hier unten haben wir das Holz drin, in Form von Baumstämmen, auch unbehandelt. Dann haben wir hier die ganzen Setzläge drin, die wir irgendwann auch noch aufs Feld bringen wollen. Ein bisschen stolz kann man auf diese kleine Sammlung sein. Gut, hier ist natürlich jetzt auch Gras zwischen, was man jetzt natürlich nicht irgendwo als Ackerbau verwendet, aber... Ich wusste jetzt nicht genau, wie ich es anders zuordnen sollte, deswegen habe ich es jetzt erstmal so gemacht. Aber viele andere Dinge, die hier drin sind, können wir auf jeden Fall für den Ackerbau verwenden. Zitronenbäume würde ich auch sehr gerne setzen, weil wir ja festgestellt haben, dass Zitronen relativ ergiebig sind. Dann haben wir auch solche Sachen wie Blumen natürlich auch drin. Gehen wir mal einmal weiter, was wir hier noch haben. Hier haben wir die ganzen Nahrungsmittel drin, die wir haben. Mittlerweile auch relativ viel Fleisch gesammelt durch die ganzen, ja... Also ein Wildschwein habe ich auch schon ein, zwei erlegt jetzt mittlerweile. Das war eher unfreiwillig, weil die mich angegriffen haben und ich das halt nicht wusste, habe ich ja erzählt. Aber Fleisch ist mittlerweile auch genug vorhanden. Das heißt, für einen Grill ist eigentlich alles da, was wir brauchen. In diesen Truhen ist noch nichts drin. Hier wird auf Dauer auch noch gestapelt werden mit Hilfe von Brettern. Wir haben hier unten so ein kleines Brett angebracht. Genauso wird das hier auch weiter verlaufen, denke ich mal, mit der Zeit. Dann werden wir hier auch senkrechte Bretter anbringen, dass das so ein bisschen wie ein großes Regal aussieht. Hier ist unsere Allerweltstruhe, wo alles Mögliche drin ist, also bearbeitetes Holz, aber auch Eisenbarren, Kupferbarren, alles Mögliche. Und wir haben hier auch noch Reservekarten. Dann haben wir unseren kleinen Unterschlupf hier auch reingepackt, weil wir ja mittlerweile ein Bett haben, hast ja schon gesehen. Und die ersten Kleidungsstücke, an denen wir uns versucht haben, dieses Hemd und auch, ja, hier Unterhemd haben wir auch nochmal. Das ist übrigens sehr leicht,
Warte, ich nehme mal eins raus. Ich nehme jetzt einfach mal das Unterhemd hier raus, um das einfach mal zu zeigen. So, genau. Man kann das sehr leicht umziehen. Zack. Jetzt habe ich ein Unterhemd an. Sieht allerdings ein bisschen komisch mit dieser Hose aus, weil sich das so ein bisschen überschneidet hier. Aber mit Unterhemd könnten wir theoretisch auch rumlaufen. Aber dieses Mittelalterhemd ist natürlich wesentlich cooler, sieht jedenfalls besser aus. Ansonsten mit der Hose, da haben wir noch eine relativ einfache genommen. Und wir haben sogenannte Lumpenschuhe an. Auch das kann man natürlich auf Dauer noch ausbauen. Das ist alles noch so ein bisschen dürftig. Aber wir machen das ja Schritt für Schritt und müssen nicht unbedingt alles auf einmal haben. Ja, wie gesagt, Bett. Übrigens, dieses Klavier, da kommen wir später nochmal zu. Ich will jetzt erstmal das hier mit dem Gerbgestell machen. Alles andere machen wir später. Hier sieht man auch die ganzen Felle, die wir gesammelt haben. Ein bisschen was habe ich da schon rausgenommen, weil ich auch rausgefunden habe, wie man diese Felle gerbt. Es reicht also nicht, wenn man die einfach auf diesem Gerbgestell drauf legt und wartet, was passiert. Ist ja auch logisch, war mir von vornherein klar, dass das so nicht funktioniert. Wir haben übrigens auch ein Wildschweinfell hier drin, dann haben wir noch ein Giraffenfell. Es ist aber ziemlich egal, welches Fell man nimmt, welche Art Fell man nimmt. Und jetzt wundere ich mich gerade, wieso man die nicht stapeln kann. Das sind doch alles Tigerfelle. Das ist mir übrigens auch schon bei anderen Sachen aufgefallen, dass man bestimmte Items, die eigentlich gleich sind, nicht stapeln kann. Ich kann mir das nur so erklären, dass das Tigerfelle sind, die vor dem Upgrade entstanden sind. Die es vor dem Upgrade gab. Und deswegen vielleicht mit den neuen Fällen irgendwie nicht kompatibel sind. Ich weiß es nicht. Ich mache es jetzt aber folgendermaßen, weil wir die 8 schon gestapelt haben. Wir nehmen die jetzt einfach mal raus und werden diese Fälle jetzt gerben. Und das ist mega einfach, wenn man es erstmal weiß. Man legt dieses Fell, ich gucke immer irgendwie automatisch nach rechts zu dem Wald, ob da nicht irgendwas kommt. Man legt dieses Fell da drauf und dann fängt man mit einem Jagdmesser. Ja, das habe ich natürlich jetzt nicht dabei, weil ich es oben vergessen habe. Wo ist jetzt das Jagdmesser? Ach doch, nee, habe ich nicht in der Hand. Wo ist das Jagdmesser denn jetzt? Man muss das nämlich mit einem Jagdmesser machen. Na gut, rennen wir nochmal eben schnell ins Haus, gehen nochmal ganz, ganz, ganz schnell hoch. In unsere Allerweltstruhe, wie ich sie nenne, müsste eigentlich auch das Jagdmesser drin sein. Da ist es, das habe ich eben übersehen. Das müssen wir natürlich jetzt verwenden. Das müssen wir natürlich jetzt verwenden. So. Einmal wieder raus hier, ganz flott. Und jetzt geht das los. Man sieht schon, wie sich das Fell verändert. Es wird zu Leder. So, und wenn er aufhört, wenn er automatisch aufhört hier mit der Kratzerei, dann ist das Fell fertig gegerbt und dann haben wir zweimal Leder. Also ein Fell ergibt zweimal Leder. Das Ganze machen wir jetzt mit den anderen auch nochmal. Damit wir so ein bisschen Ledervorräte haben. Denn es ist ganz klar, mit Leder können wir uns wesentlich bessere Kleidung machen als einfach nur mit Stoff. Denn wir wollen ja nicht nur in Lumpen herumlaufen, das wäre ja etwas langweilig und auch ein bisschen ärmlich. Und noch ein Fell. So, zack, aufgehängt, Messer in Aktion und schon geht das los. Es kann so einfach sein, wenn man es nur weiß. Es kann so einfach sein. So. Dann haben wir das auch. Jetzt müssten wir insgesamt 6-mal Leder haben und genau das haben wir auch. Trinken nochmal eben gerade kurz zwischendurch einen Schluck Wasser. Also es passiert wirklich, ist wirklich eine Menge passiert seit dem letzten Mal. Lass noch einen Schluck trinken. Irgendwie ist das auch nicht grün genug. So, jetzt ist die Flasche auch leer. Müssen wir gleich wieder auffüllen. Hier hinten, hinterm Haus, habe ich mich mit der Hake sehr fleißig betätigt. Oder halbwegs fleißig. Habe also diese ganze Fläche mal ein bisschen ebener gemacht. Und möchte hier eigentlich Richtung Berg das auch noch so weitermachen. Es ist nicht ganz einfach, weil wir direkt am Hang das Haus gebaut haben. Und diese Fläche, ja, halt immer weiter nach oben geht. Aber bis zu einem gewissen Grad können wir das, denke ich mal, noch eben machen. Auf die andere Seite wollte ich das nicht setzen. Hätte ich auch hier machen können. Hier ist die Fläche sogar fast noch ein bisschen größer. Aber ich bin ja so, irgendwie, ich habe immer so ein bisschen den realen Bezug dabei. Man macht sowas meist im Westen. Und dieses Feld hier oder dieses geplante Feld liegt im Westen, wo die Sonne im Endeffekt auf jeden Fall bei uns in unseren Breitengraden länger ist als im östlichen Teil. Übrigens, jetzt weißt du auch, warum ich das Klavier abreißen wollte, weil das nämlich nicht richtig gesetzt ist. Und ganz ehrlich, also erstens mal guckt es hier durch die Wand durch und zweitens mal kann man das auf einen ganz einfachen Nenner bringen. Es sieht total kacke aus. Dieses Klavier ist völlig kacke und deswegen reißen wir das jetzt auch ab.
Und das heben wir auch nicht auf, denn wir werden irgendwann hier... Ach komm, mit dem Vorschlaghammer. Lass uns einfach den Vorschlaghammer abreißen. Ich werde das nicht aufbewahren. So. Oh, ich liebe es, alte, rontige Klaviere zu zerstören. So, das erstmal weg. Die Fläche hier ist wieder frei. Die können wir für irgendwelche anderen tollen Sachen nutzen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir unbedingt ein Klavier brauchen. Also wir könnten das sehr leicht herstellen. Man braucht, glaube ich, nur Holz dafür, um ein Klavier herzustellen. Aber was ich halt nochmal eben zeigen wollte, wir haben jetzt, wie gesagt, Lumpenschuhe im Moment an und auch so eine Lumpenhose. Man kann hier aber sehr viel schönere Kleidungsstücke herstellen. Wenn wir einfach nochmal reingehen, wir haben jetzt, was haben wir denn an Stoff? Haben wir den Stoff dabei jetzt? Oder haben wir gar keinen Stoff dabei? Wir haben jetzt, glaube ich, nur Baumwolle dabei. Ja, das ist ein bisschen schade. Aber wir gucken einfach mal. Lass uns einfach mal gucken, was hier so möglich ist. Camping, da haben wir dieses Zelt, das haben wir schon gesehen. Oberteile. Da hätten wir jetzt auch Lumpen anziehen können. Da sind wir schon ein bisschen ledermäßig unterwegs gewesen. Da haben wir jetzt so ein Mittelalterhemd hier besorgt. Das finde ich sehr, sehr schön. Und dann gibt es natürlich noch jede Menge andere Sachen. Hier rein aus Leder kann man auch was herstellen. Aber auch T-Shirt, Poloshirt. Das alles hatten wir gesehen. Und ich denke, dieses Mittelalterhemd passt am besten in unsere Welt im Moment rein. Bei den Schuhen sind es, wie gesagt, im Moment diese Lumpenschuhe. Aber man kann natürlich auch alte Lederschuhe herstellen, was wir jetzt auch tun könnten, weil wir ja Leder hergestellt haben. Pelzstiefel, wo man auch Stoff für braucht. Ich gucke jetzt mal gerade, Stoff haben wir jetzt gerade nicht, aber wir können ja mal eben gucken, was wir jetzt hier im Moment... Lederschuhe, 8x Leder, das sind natürlich richtig coole Schuhe. Trekking-Schuhe, 8x Stoff, 12x Leder, das haben wir alles nicht. Aber solche Schuhe bräuchten wir eigentlich, wenn wir uns richtig cool ausrüsten wollen. Militärstiefel, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen unpassend. Schwimmflossen passt im Moment auch nicht so. Wenn wir irgendwann mal durchs Meer schwimmen wollen, dann können wir uns die ja noch besorgen. Aber im Moment ist das halt nicht ganz so wichtig. Aber, großes Aber. Ich würde gerne diese Trekking-Schuhe herstellen. Ich denke, das sind die richtigen Schuhe, die wir brauchen. Dafür brauchen wir allerdings, wie es angezeigt wurde, Stoff und auch noch ein bisschen mehr Leder. Deswegen nehmen wir jetzt noch ein bisschen was hier aus unserer Truhe raus. Und zwar diese drei Jaguarfelle, die man offensichtlich auch nicht stapeln kann. Die Tigerfelle kann man ja stapeln. Deswegen sortieren wir das mal eben ganz kurz anders. Und keine Sorge, ich glaube, nachdem wie es im Moment aussieht, wir werden noch viele, viele Tiere jagen. Das wird alles noch auf uns zukommen. Ich glaube, das wird eine ziemlich geile Zeit, wenn wir uns als Jäger hier betätigen wollen. Auch wenn wir jetzt noch keine Schusswaffe in der Richtung haben, weil uns da die Rohstoffe noch so ein bisschen fehlen. Auch für die Munition braucht man so ganz bestimmte Rohstoffe, die wir im Moment noch nicht haben. Aber ich denke, das wird, wie gesagt, alles noch auf uns zukommen. Okay, also, jetzt haben wir Leder. Jetzt brauchen wir aber auch Stoff. Ich gucke mal eben in einer Welstruhe, was wir hier noch drin haben. Ich glaube, wir haben den ganzen Stoff verbraten, den wir hatten. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal Baumwolle. Übrigens, Wolle haben wir auch nicht ganz so viel. Ich weiß im Moment auch gar nicht, wo diese Wolle ursprünglich herkommt. Also wir haben... Es kann sein, dass wir die von den Schafen mitgenommen haben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Im Moment können wir jedenfalls in Form der Pflanzen, die wir haben, nur Baumwolle herstellen. Aber da kommen wir auch noch hinter. So, Baumwolle. Baumwolle, Baumwolle, Baumwolle. Nehmen wir natürlich mit nach unten. Müssen wir dann zu Garn verarbeiten und das Garn im Anschluss zu Stoff verarbeiten. Hier ist auch nochmal Wolle. Also die Wolle packen wir erstmal hier oben hin. Baumwolle nehmen wir jetzt mal alles komplett mit. Und dann gucken wir mal, wie schnell wir da noch ein paar Sachen herstellen können. Den Ofen habe ich übrigens auch ein paar Mal genutzt. Man kann übrigens auch, wenn man die rechte Maustaste gedrückt hält, man kann viel schneller Eisen da reinpacken. Oh, da ist ja noch ein Eisen drin. Und sehr viel schneller auch rausnehmen. Also das kann man alles mit gedrückter Maustaste machen. Das muss man gar nicht immer einzeln mit jedem Klick das alles rausholen. Das geht im Grunde genommen viel leichter. So, stellen wir uns nochmal hier an unser Spinnrad. Messer weg, Vorschlaghammer weg, Eisen weg und Wolle. Jetzt funktioniert's. Und so müssen wir erstmal reichlich Garn herstellen. Reichlich Garn herstellen. Zack und weg. Und das nächste. Es kann so schnell gehen. Es kann so schnell gehen. So, ich glaube, ich habe jetzt auch das meiste von dem gezeigt, was in der Zwischenzeit ohne Let's Play passiert ist. Wie gesagt, mit diesem Wildschwein, da bin ich wirklich zufällig drauf gekommen. Ich habe nämlich eine ziemlich gefährliche Aktion gemacht, ohne es zu wissen. Ich bin zwischendurch, also ich habe auch ein paar Rohstoffe gesammelt, bin in Höhlen gewesen, habe Steine gesammelt, habe Eisen gesammelt. Das alles gehörte jetzt auch noch zu der
ich nenne sie mal aufnahmefreien Aktionen mit hinzu. Und bei einer Aktion war ich halt im Wald, um ein paar Bäume zu fällen. Und da waren unter anderem Wildschweine in der Nähe. Da waren auch Elche und irgendwo waren auch Bären. Die habe ich aber zu dem Zeitpunkt da gerade nicht gesehen, sondern nur Wildschweine. Oder ein Wildschwein. Das war so nah, dass man es auch wirklich schon hören konnte. Und mir war nicht bewusst, dass das gefährlich ist. Und so habe ich dann ganz entspannt eigentlich meinen Baum gefällt. Und das Wildschwein war aber gerade noch so weit weg, dass es mich nicht gesehen hat und mich nicht angegriffen hat. Also hätte ich das gewusst, dass die gefährlich sind, dann hätte ich vermutlich nicht so unbeschwert den Baum gefällt, wie ich das halt getan habe. Und wie gesagt, in diesem Wald, der hinter unserem Haus ist, da sind auch Bären. Und zwar nicht nur einer, da gibt es Grizzlybären, da gibt es Schwarzbären. Ich weiß im Moment nicht, ob es da noch eine Unterscheidung zwischen Grizzly- und Braunbären gibt. Ich nehme mal an, das sind einfach diese braunen Bären sind, glaube ich, einfach nur Grizzlybären. Und, also, okay. 16 Garnrollen. Ha, machen wir noch ein bisschen weiter. Ich erzähle gerade so schön. Jedenfalls sind die zuhauf vorhanden und da müssen wir uns auf Dauer wirklich schützen. Also man kann nicht mehr, so wie wir das vor dem Upgrade konnten, man kann nicht mehr unbeschwert romantisch in den Wald gehen, bei Nacht oder auch bei Tag, sondern man muss immer Waffen mitnehmen. Und ich hatte auch angenommen, dass wir so eine Art Rüstung haben, womit wir uns noch besser absichern können. Aber eines ist auf jeden Fall sicher, mit den Waffen, die wir hier haben, müssen wir uns definitiv richtig fett absichern, damit wir hier nicht sterben. Denn wenn wir ohne Waffen in den Wald gehen, dann kommen wir nicht mehr heile zurück. Das ist also nach dem Upgrade nicht mehr möglich. So, ich würde sagen, wir haben jetzt eigentlich genug gesammelt. Wir haben 23 Garnrollen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und es ging jetzt auch ziemlich flott, ehrlich gesagt. So, lass mal eben stapeln. Guck mal, das funktioniert auch nicht. Das muss aus den zwei verschiedenen Spielversionen sein. Das ist der einzige Grund, den ich mir jetzt erklären kann, warum das nicht funktioniert. Ist aber auch egal. Jetzt wird's dunkel. Es wird dunkel. Oh, die ersten Male, bevor ich das hier zugemacht hatte. Das ist ja so ein bisschen traumatisch irgendwie. Wenn du weißt, dass diese Wildschweine dich angreifen und die auch unter Umständen in der Nähe des Hauses rumlaufen können. Wenn du dann hier arbeitest, du drehst dich ständig um, weil du vielleicht Angst hast, dass irgendwo ein Wildschwein plötzlich kommt. Und man erschreckt sich ja immer tierisch, wenn das passiert. So, lass uns einmal schlafen gehen. Einmal in unserem schönen Bett. Achso, ich habe ja auch noch eine Leiter hier gesetzt, genau. Ich habe auch noch eine Leiter hier gesetzt, damit man auch ganz nach oben gehen kann. Aber oben ist jetzt auch im Moment eigentlich noch gar nichts. Wir können mal ganz kurz hochgehen, wo wir jetzt gerade dabei sind. Zack, 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 ist man oben. Also so sieht es jetzt hier oben aus mit den Fenstern, das hatten wir ja gesehen. Schöner Ausblick und so weiter, tralala. Das haben wir noch nicht verkleidet, das wollte ich eigentlich auch noch mit Holzbrettern hier verkleiden. Das ist noch Zukunftsmusik, das kommt alles noch. Wird also spätestens dann kommen, wenn wir auch irgendwann damit beginnen, diesen zweiten Stock, ja, auch noch zu nutzen. Aber diese Leiter kann man auch relativ einfach herstellen, macht man, glaube ich, auf der Sägebank. Ich gucke nochmal gerade eben, dass du es einmal gesehen hast, wenn du es nicht weißt. Leitern, genau. Hier kann man eben verschiedene Leitern herstellen. Leitern Holz, Leiter Alt. Dann selbstverständlich in verschiedenen Farben oder auch in Kurz kann man die herstellen. Das gleiche bei der normalen Leiter. Verschiedene Farben. Und dann auch Metallleitern, die wir jetzt aber erstmal nicht brauchen. Auch die gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Okay, also wir haben jetzt geschlafen, ne? Und es ist jetzt Tag. Die Sonne nochmal eben zu zeigen. Also hier ist Osten, da geht die Sonne auf. Oder geht die? Doch, die muss doch hier aufgehen. Oder wo geht die jetzt auf? Oder geht die hinter uns auf? Weiß ich gar nicht, wo geht die denn jetzt auf? Ich meine, dass sie da hinten gleich über den Berg kommt. Müsste eigentlich. Die Strahlen kommen schon von da, genau. So ist es. Aber jetzt zurück zu unserem... zu unserem Webstuhl. 8x Stoff. Wir müssen natürlich jetzt erstmal... Stoff herstellen. Wo Stoffe? Genau, Stoff. Also, Garnrolle. Herstellen, 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 herstellen. Mit Hanffasern können wir natürlich auch sehr gut arbeiten. Das ist ja auch so eine Art Stoff. Aber da wir jetzt Hanf ja noch nicht anbauen derzeit, lassen wir das erstmal so. Alle Garnrollen verbraten. Zack, alle sind weg. Und weiter geht's hier mit der Bekleidung. Wir waren gerade bei den Schuhen. Und jetzt sehen wir auch, dass wir jetzt diese Lederschuhe auch... Nee, das waren diese Trekkingschuhe, genau. 12x Leder. Genau, wir haben noch zu wenig Leder. Wir haben ja Leder mitgenommen. Wir haben derzeit 6 Leder und müssen da noch etwas aufstocken. Also wenn wir uns kleiden, dann machen wir es einmal, aber richtig. Und legen hier noch ein bisschen Leder auf
Das Gerbgestell. Zack. Messer, Messer, Messer. Messer. Huch. So, jetzt ist es drauf. Mit Rechtsklick. Kann man auch schneller gerben. Oh, nee. Also ich finde, es geht schon relativ schnell hier mit dem Gerben. So. Und noch mehr Leder. Und alles verledert hier. Nächster. Das ist schon sehr cool. Was ich auch gerne noch haben möchte. Deswegen, wir müssen also unbedingt in den Wald. Wir müssen uns unbedingt als Jäger betätigen. Und ich finde auch, ein Jäger mit der Armbrust hat schon was Cooles. Ne? Und dann mit diesen coolen Trekking-Schuhen, die wir dann auch noch anhaben. Ich weiß nicht, was die für Vorteile einem bieten oder ob das egal ist, was man für Schuhe anhat. Das habe ich noch nicht raus. Aber wäre schon interessant, das mal irgendwie rauszubekommen. Ob man vielleicht damit schneller laufen kann oder ob man irgendwie robuster in irgendeiner Art und Weise ist. Vielleicht nicht so verletzlich. Ich weiß es nicht. Also wenn du da irgendwas weißt, würde ich mich freuen, wenn du es in die Kommentare schreibst. So, jetzt haben wir auf jeden Fall 12-mal Leder. Das reicht aus, um diese Trekking-Schuhe herstellen zu können. Und ich denke, wenn wir das haben, so, schön Tür zu machen. Wenn wir das haben, ja, oh, wunderschön. Wollen wir nochmal eben gucken, ob es noch was anderes gibt. Gummistiefel. Hehe. Nee, genau, das haben wir alles gesehen. Ach komm. Turnschuhe. Erstmal Trekking-Schuhe jetzt. Zack. Richtig coole Schuhe haben wir jetzt. So, Lumpenschuhe aus. Kann man die einfach annehmen. Muss die neuen einfach ran. Zack. Jetzt sieht doch schon viel besser aus. Die Hose ist noch so gewöhnungsbedürftig. Da müssen wir vielleicht nochmal ran. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt schon mal wesentlich besser gerüstet als letztes Mal. Und in der nächsten Folge werden wir uns definitiv so ein bisschen mehr mit den Waffen beschäftigen, aber auch irgendwie mit Ackerbau, das weiß ich noch nicht ganz genau. Da müssen wir auf jeden Fall jetzt weitermachen, aber wir sind schon eine ganze Ecke weitergekommen mit seit der letzten Folge auf jeden Fall. Achso, eine Sache noch. Man kann... Die Weihnachtszeit ist jetzt schon vorbei, aber man kann auch... Dekoration, gucken wir gerade mal. Dekoration, ich hoffe, ich finde das jetzt. Kleiner Blumentopf, großer Blumentopf, Jagdtrophäe. Wo war das denn mit dem Tannenbaum? Hier war doch irgendwo ein Tannenbaum. Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaum. Also wir können auch einen Weihnachtsbaum herstellen. Moment, da gibt es jetzt... Da gibt es nur eine Version. Und ich würde gerne einfach mal pro forma hier so einen Weihnachtsbaum hinstellen. Wie gesagt, auch wenn die Weihnachtszeit vorbei ist, ist das irgendwie eine coole Nummer. 8-mal Stock, 16-mal Holz brauchen wir dafür. Gehen wir nochmal eben gerade nach oben und gucken mal, was wir hier im Inventar haben. An Holz und Stöckern, da haben wir, glaube ich, schon so ein bisschen was. Stöcker, Holz, na gut, 3. Das sind alles Holzplanken. Die kann man auch nicht zurückcraften in irgendeiner Form. Wenn die einmal zu Planken verarbeitet sind, dann sind das einfach Planken und dann bleiben das auch Planken. Das hier sind diese Holzstämme. Ansonsten haben wir genug Holz dabei. Was macht der Stamm hier eigentlich drin? Der gehört da gar nicht rein. Der muss hier in unsere Holztruhe rein. Da muss der rein. Und den packen wir auch da rein. Ja, so einen kleinen Holzvorrat haben wir. Holz ist ja nun auch nicht mehr so einfach zu beschaffen. So, achso, jetzt müssen wir erstmal Holz herstellen. Rohstoffe. Da, 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 das reicht. Und los geht es. Wir haben alles zusammen, was wir brauchen. 8-mal Stock, 16-mal Holz. 4 Fichtensetzlinge, die ich extra dafür gesammelt habe. Und 4-mal Baumstammstücke, auch das haben wir. Und jetzt stellen wir einen schönen, coolen Weihnachtsbaum her. Jetzt haben wir noch 2 Fichtensetzlinge, die wir auch gleich setzen werden. Stoff haben wir auch noch so viel. Okay, dann gehen wir doch einfach mal raus. In den Nebel. Und irgendwo hier stellen wir jetzt unseren Weihnachtsbaum hin. Also dieser Platz soll noch ein bisschen größer werden. Aber vielleicht können wir den ja irgendwie... Das Messer packen wir jetzt erstmal hier weg. Oder wollen wir den einfach hier auf den Platz stellen? Einfach hier auf den Platz. So ein bisschen hier direkt neben unseren Eingang. Eben kurz das Raster anmachen. Eigentlich ist das ja völlig egal, ob mit Raster oder ohne. Nice. Schön. Och, den lassen wir jetzt einfach ein bisschen stehen, oder? Ich glaube, das ist ganz cool. So, diese beiden Setzlinge, die setzen wir jetzt noch.
Übrigens, was mir zu Bäumen noch einfällt, ich weiß nicht, ob ich das richtig gedeutet habe letztes Mal. Ich habe hier Bäume gefällt oder versucht zu fällen, die noch nicht ausgewachsen waren. Das sollte man tunlichst vermeiden, weil diese Bäume dann nämlich nichts hinterlassen. Also die werfen kein Holz ab und die lösen sich einfach auf. Da fliegt ein Haufen Laub weg und das war's. Ich glaube, das lag daran, dass diese Bäume noch nicht ausgewachsen sind. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, habe ich jetzt aber so für mich gedeutet. Boah, ist das eine coole Atmosphäre gerade. Sehr, sehr cool. Ja, nice. Da bleibt mir nur noch eins zu sagen. Schönen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao.